war ein schlechter Bodybuilder. In der Diät hatte ich immer Hunger und im Aufbau war ich immer satt. Den letzten Tipp, den ich für euch habe, ist mein Lieblingstipp. Der Tipp, der mir am meisten geholfen hat, was den Hunger in der Diät betrifft. Da werde ich euch mal alle Lebensmittel aufzeigen, die ich in der Diät, aber auch im Aufbau dann zu mir genommen habe. Kein Spaß, ich habe in jeder Mahlzeit ein bisschen was eingespart. In der Anfangsphase habe ich sogar einfach vom Teller ein paar Reiskörner und ein bisschen Salat runtergekratzt, ein Stück Fleisch an die Seite gemacht. Und wenn ich dann 3-4 Portionen am Tag hatte, hatte ich dann am Abend nochmal einen extra Teller mit Fleisch, Gemüse, Salat, Reis, Kartoffeln, wie auch immer. Hallo und herzlich willkommen zu dem Video Hunger in der Diät, sei keine Heulsuse. Nein, Spaß beiseite, ist ein Thema, was auch bei mir im Coaching immer und immer wieder vorkommt. Ich habe Hunger, was kann ich dagegen tun? Also vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, ist es wirklich Hunger oder ist es einfach nur eine Lust auf irgendwas zu essen oder eine Gewohnheit? Ihr kennt das ja alle, ihr sitzt abends vorm Fernseher, man ist es gewohnt, irgendwie was zu futtern, sei es jetzt die Chips, die Gummibärchen und die Schokolade. Also da müssen wir erstmal differenzieren, ist das wirklich Hunger, was wir da haben? Oder, wie eben schon angesprochen, Lust auf irgendwas oder halt auch eine gewisse Gewohnheit, dass man das Kauen halt einfach vermisst. Wir müssen ja ehrlich zu uns sein. Wenn wir so eine Diät machen und gut möglich, dass der eine oder andere jetzt, wo es auf den Sommer zugeht, von euch auf Diät ist, da stellt sich ja doch dann oft raus, was wir eigentlich für verwöhnte Menschen sind. Wir sind es gewohnt, dass immer, wenn wir Hunger verspüren, wir etwas zu essen haben. Wir kommen auf die Welt, wir werden geboren und so wie wir schreien, Hunger, kriegen wir die Brust ins Gesicht und können was essen. Und im späteren Verlauf unseres Lebens haben wir eigentlich gar keinen richtigen Hunger, weil wir immer zu essen bekommen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist unser Kühlschrank gefüllt und selbst wenn wir mal nichts im Kühlschrank haben, ja mein Gott, dann fahren wir zur nächsten Tankstelle, die hat wahrscheinlich 24 Stunden geöffnet und holen uns da irgendwas zu futtern. Also, dieses Hungern oder Hunger haben oder dieses Leiden haben wir eigentlich über die Jahre verlernt. Und wenn wir, glaube ich, über Hunger sprechen, dann sollten wir an Menschen denken, die nicht jeden Tag zu essen haben, die dann wirklich hungern müssen über einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, bei uns liegt es dann oftmals auch daran, dass wir einfach verwöhnt sind, deswegen nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißen oder gleich mehr essen, nur weil ihr mal ein bisschen das Hungergefühl habt, sondern auch in so einer Diät muss ich mich halt dann auch so ein bisschen durchbeißen. Geiles Wortspiel. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, wie ich natürlich meine Diät optimieren kann und wie ich diesen Hunger umgehen kann. Ey, und ich bin ehrlich, als ich Diät gemacht habe, habe ich auch immer rumgeheult. Und da habe ich ja teilweise in meiner Diät noch 3000 Kalorien gehabt. 3000 Kalorien, das ist ja viel mehr als ein durchschnittlicher Erwachsener futtert. Und trotzdem habe ich gedacht, oh, ich habe so wenig zu essen, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Ich habe gedacht, oh Gott, was leide ich hier? Aber letztlich sind es immer noch ausreichend Kalorien und wir können jeden Tag essen. Und wenn wir dann vielleicht an der einen oder anderen kleinen Schraube drehen, dann müssen wir halt mit dem bisschen Hunger, der dann noch übrig bleibt, sofern es dann Hunger ist und wir nicht so verwöhnte Couch-Potatoes sind, kann man halt dann damit umgehen. Aber jetzt zu den Tipps, zu meinen Top-Tipps gegen Hunger, was man da machen kann. Also eine Sache, ganz klar, die kennt jeder von euch, ihr solltet immer ausreichend trinken. Aber das ist jetzt nur so ein Sidekick. Das gehört noch nicht mal bei mir zu den wirklichen Tipps, die ich euch geben möchte. Das erste Wichtige, worauf ihr in der Diät achten solltet, sind eure Makronährstoffe. Eiweiß, das sättigt gut, ist lang anhaltend, das macht satt. Auf alle Fälle eine gute Möglichkeit, da mal zu checken, habt ihr genügend Eiweiß in eurer Ernährung. Das heißt, die Makronährstoffe, die sollten optimal getimed sein, die sollten aufeinander abgestimmt sein, dass ihr da bestens versorgt seid. Kohlenhydrate hingegen, die können auch schnell schon mal mehr Hunger geben. Zumindest ist es bei mir in der Diät oft so gewesen, dass ich dachte, oh, jetzt hast du mal ein paar Kohlenhydrate mehr und trotzdem ist der Hunger nicht weniger geworden, sondern er ist noch mehr geworden. Also da kann man schon an der einen oder anderen Schraube drehen. Deswegen schaut euch eure Makronährstoffe an,
habt ihr genügend Eiweiß in eurer Ernährung, aber auch ausreichend Fett. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mit Bodybuilding angefangen habe, da war das Tabu, irgendwie so Fett zu essen. Da ging es darum, das Fett möglichst niedrig zu machen. Und dann über die Zeit, in der ich Bodybuilding-Sport gemacht habe, habe ich dann diese Entwicklung mitbekommen, dass man immer mehr dazu gegangen ist und hat gesagt, ey, Moment mal, wir brauchen eine gewisse Menge Fett in unserer Ernährung. Und auch Fett sättigt natürlich sehr gut, länger anhaltend als zum Beispiel Kohlenhydrate. Deswegen kann es auch Sinn machen, zu schauen, na, bin ich vielleicht zu niedrig mit dem Fett. Alles natürlich immer individuell auf den jeweiligen Menschen abgestimmt. Das heißt, ich könnte euch jetzt nicht pauschal sagen, ja, du musst das so oder so machen. Dann hätten wir auch wieder ein Makronährstoffvideo und das wollte ich eigentlich nicht. Sondern wenn ihr Hunger habt, dann bitte werft nochmal einen Blick darauf. Stimmen eure Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, ist das alles okay? Und habt ihr ausreichend Ballaststoffe in eurer Ernährung? Tipp Nummer 2, der geht dann schon in die Richtung der Makronährstoffe. Das bezieht sich auf die Auswahl eurer Lebensmittel. Ihr solltet mit Lebensmitteln arbeiten, die euch, ich sag mal jetzt ganz unprofessionell, befriedigen. Ihr solltet die Lebensmittel finden, mit denen ihr gut klarkommt. Ich nenne euch mal ein Beispiel zum besseren Verständnis. Bodybuilding-Diäten sind ja bekannt dafür, dass da kiloweise Reis gegessen wird. Ich für meinen Teil habe die ersten Diätwochen gestartet, kann mich noch daran erinnern, lange her, 20 Jahre, und habe da natürlich auch Reis gegessen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich immer wieder schnell Hunger bekommen habe auf Reis. Ich habe den super verwertet, ich habe den super verbrannt, aber irgendwie hat er mich nicht so richtig satt gemacht und befriedigt. Im Gegensatz zu Haferflocken, wenn ich morgens dann in der Diät meine Haferflocken gegessen habe, da hatte ich immer ein gutes Gefühl, die haben mich lange gesättigt, ich hatte das Gefühl, die geben mir irgendwie Kraft. Und da habe ich dann für mich herausgefunden, dass Reis nicht mal das optimale Lebensmittel, nicht die optimale Kohlenhydratquelle in meiner Diät ist, sondern dass Haferflocken bei mir viel besser funktionieren. Und dann habe ich dann einen Großteil meiner Kohlenhydrate in Form von Haferflocken zu mir genommen. Vielleicht lag es an dem höheren Fettanteil, an den mehr Ballaststoffen. Wie auch immer, die Haferflocken haben halt einfach gut bei mir funktioniert. Und ich habe dann sehr schnell erkannt, mit Reis ist es vielleicht nicht so in Ordnung. Ich habe auch andere Athleten, die sehr gerne mit Kartoffeln arbeiten. Ist ja gar nicht so bekannt. Süßkartoffeln, aber auch normale Kartoffeln. Auch damit kann ich natürlich die Diät machen. Und die sagen mir, du Matze, Reis, der verpufft so bei mir. Ich esse lieber Kartoffeln. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, um Gottes Willen. Ihr müsst jetzt nicht alle euren Reis aus der Diät schmeißen. Auch das funktioniert und auch den habe ich natürlich in der Diät gegessen. Ich möchte darauf hinweisen, schaut genau, welche Lebensmittel nehmt ihr zu euch und mit welchen Lebensmitteln funktioniert ihr am besten. Da gibt es tatsächlich Unterschiede und auch hier könnte ich nicht pauschal sagen, welche Lebensmittel das sind. Nichtsdestotrotz werde ich in den nächsten Tagen dann auch nochmal ein Video machen, wo wir die einzelnen Lebensmittel aus so einer Bodybuilding-Diät mal vorstellen. Das war nämlich mein erstes Video auf meinem alten YouTube-Kanal und das Video werden wir irgendwann bei Gelegenheit nochmal machen. Da werde ich euch mal alle Lebensmittel aufzeigen, die ich in der Diät, aber auch im Aufbau dann zu mir genommen habe. Und ansonsten gibt es auch schon Videos auf diesem Kanal, wo ich die Top-Eiweißquellen euch nenne, die Top-Fettquellen und so. Und das würde euch schon, denke ich, um einiges weiterhelfen, um eure Diät nochmal zu verbessern. Aber es geht, wie gesagt, nicht um meine Top-Lebensmittel, sondern es geht darum, dass ihr eure Lebensmittel findet, die euch am besten in der Diät helfen. Und dann ist es überhaupt kein Problem, so eine Routine zu haben. Ihr müsst nicht die Lebensmittel ständig wechseln. Im Bodybuilding ist es ja ganz oft so, dass wir von Anfang bis Ende die gleichen Lebensmittel beibehalten. Da gibt es die wenigsten Fehler in der Ernährung. Ich habe auch mit dem Errechnen der Kalorien nicht so Probleme. Und ich weiß halt, das funktioniert bei mir. Frei nach dem Motto, never change a running system. Finde die Lebensmittel, die bei dir funktionieren und tauscht die dann auch nicht so oft aus. Ich habe das bei mir im Coaching auch ganz, ganz oft, dass nach 2 Wochen gesagt wird, ja, wann kriege ich mal neue Mahlzeiten? Nee, behalt die Mahlzeiten bei, behalt die Lebensmittel bei. Je häufiger du die Lebensmittel austauschst, desto mehr Probleme schleichen sich ein. Und das kann auch sehr schnell dazu führen, dass man einfach mehr Hunger hat. Also finde die richtigen Lebensmittel. Der letzte Tipp, den ich für euch habe, ist mein Lieblingstipp. Der Tipp, der mir am meisten geholfen hat, was den Hunger
in der Diät betrifft. Ich habe euch ja anfangs des Videos schon erzählt, ich bin da auch ein Weichei gewesen. Wie oft habe ich vorm Kühlschrank gestanden und habe gedacht, oh, bitte lieber Gott, lass es endlich 8 Uhr sein, dass ich frühstücken darf und konnte dann meinen Quark aus dem Kühlschrank holen. Also ich bin da genauso gewesen. Ich war ein schlechter Bodybuilder. In der Diät hatte ich immer Hunger und im Aufbau war ich immer satt. Also für den Sport nicht geeignet. Aber mein bester Tipp bezüglich Hunger in der Diät ist Mahlzeiten-Timing. Was meine ich damit? Auch hier wieder ein praktisches Beispiel aus meiner Bodybuilding-Zeit. Bei mir ist es so gewesen, dass ich am Abend den größten Appetit hatte. Den ganzen Tag über, wenn ich im Stress war, wenn ich in Action war, wenn ich gearbeitet habe, trainiert habe, gemacht habe, getan habe, hatte ich relativ wenig Hunger. Und am Abend, wenn der Körper zur Ruhe gekommen ist, wenn ich nach Hause gekommen bin, mich aufs Sofa gesetzt habe, dann irgendwann habe ich gemerkt, der Körper entspannt sich und dann kam dann wieder Hunger. Ich hatte am Abend immer den größten Hunger. Was habe ich also gemacht? Ich habe meine Mahlzeiten den Tag über so getimt, dass ich am späten Abend die größte Mahlzeit hatte. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so und funktioniert auch. Ihr braucht keine Angst davor zu haben, am Abend zu essen. Ob ihr in der Fettverbrennung bleibt oder nicht, entscheidet die Kalorienzufuhr, die Gesamtkalorienmenge, die ihr zu euch nehmt und nicht die Uhrzeit, wann ihr etwas esst. Es ist also überhaupt kein Problem, auch größere Mengen am Abend zu essen. Und ja, ich habe da auch Kohlenhydrate gegessen. Auch das ist kein Problem. Auch hier gilt, es ist zu schauen, welche Gesamtmenge an Kalorien, an Kohlenhydraten nehme ich zu mir. Und ob ich die am Abend esse, am Morgen oder am Mittag, das ist relativ egal. Und bei mir kam dann natürlich noch hinzu, dass ich am späten Abend auch immer eine Trainingseinheit gemacht habe. Später Abend meine ich jetzt roundabout 20 Uhr. Und da musste ich natürlich auch sinnvollerweise im Anschluss an das Training nochmal Kohlenhydrate essen. Ihr müsst es jetzt nicht unbedingt machen, aber wenn ihr auch jemand seid, der zum Abend hin am meisten Hunger hat, dann macht halt da die größte Mahlzeit und den Tag über etwas kleinere Mahlzeiten. Ich habe da also tatsächlich, keinen Spaß, ich habe in jeder Mahlzeit ein bisschen was eingespart. In der Anfangsphase habe ich sogar einfach vom Teller ein paar Reiskörner und ein bisschen Salat runtergekratzt, ein Stück Fleisch an die Seite gemacht. Und wenn ich dann 3-4 Portionen am Tag hatte, hatte ich dann am Abend nochmal einen Extrateller mit Fleisch, Gemüse, Salat, Reis, Kartoffeln, wie auch immer, den ich dann nochmal als zusätzliche Mahlzeit essen konnte. Das hat mir super geholfen. Auch ein Snack. Ich habe meinen Snack, meine Zwischenmahlzeit, auf den Abend gelegt. Ich bin tagsüber manchmal gar nicht dazu gekommen. Und oftmals geht es euch vielleicht auch so, dass ihr an der Arbeit, wenn ihr in Stress seid, gar nicht die Möglichkeit habt. Und dann denkt ihr, ja, ich muss jetzt essen, ich hau mir schnell was rein. Und abends, wenn ihr zur Ruhe kommt, habt ihr vielleicht auch den Appetit. Deswegen teilt euch den Snack, die Zwischenmahlzeit auch so ein, wie es für euch optimal ist. Muss das unbedingt vorm Training sein oder habe ich auch so genügend Energie für das Training? So kann ich den Snack auch am Abend nehmen, vorm Schlafen gehen oder muss ich vielleicht mehrere Snacks einbauen? Bin ich vielleicht ein Typ, der mehr Mahlzeiten am Tag braucht oder funktioniere ich besser, wenn ich nur 4 Mahlzeiten am Tag mache? Ich würde schon sicherstellen, dass ihr über den Tag verteilt immer ausreichend Protein zu euch nehmt. Da sollte natürlich auch darauf geachtet werden, dass die Zeitabstände nicht zu groß sind, auch wenn es natürlich Diätformen gibt, in denen man in einem kleinen Zeitfenster nur isst. Auch das funktioniert. Am Ende des Tages müsst ihr schauen, welche Diät bei euch am besten zum Erfolg führt. Nur als Bodybuilder, der viele Muskeln hat, würde ich immer dafür sorgen, dass ich zumindest alle 3-4 Stunden ein bisschen Protein zu mir nehme. Also Mahlzeiten-Timing. Ich hatte euch das Beispiel genannt von mir, wo ich am Abend am meisten Hunger hatte. Vielleicht ist auch der ein oder andere bei euch, der sagt, am Frühstück, am Morgen, da brauche ich die meisten Kalorien. Ja, dann macht halt ein großes Frühstück und dann kommt ihr vielleicht gut durch den Tag und könnt danach mit etwas kleineren Mahlzeiten leben. Oder ihr habt am Mittag den meisten Appetit. Dann macht halt da eure große Mahlzeit. Also Mahlzeiten-Timing, Mahlzeitengröße. Wann esse ich welche Mahlzeit? Auch das kann euch helfen, besser mit dem Hunger klarzukommen. Zu guter Letzt noch so ein Notfalltipp, wenn es mal gar nicht anders geht und ihr es vor Hunger wirklich nicht mehr aushaltet, dann esst natürlich eine Kleinigkeit. Versucht euch aber da auf Lebensmittel zu beschränken, die entweder wenig Kalorien haben und irgendwie euren Magen füllen, also Gemüse, Salat, dass ich da einfach ein bisschen mehr esse, kann man durchaus mal machen. Bei Frauen habe ich die Erfahrung gemacht, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Da machen teilweise schon 200, 300 Kalorien das Zündlein an der Waage aus. Ich kann mich daran erinnern an eine Athletin, die ich hatte.
die hat dann zwischendurch, wenn sie Hunger hatte, immer diese kleinen Tomaten gegessen, diese Cherry-Tomaten. Und sie dachte, na, das ist ein bisschen Salat, Gemüse, was auch immer. Ich esse da mal so ein paar Tomaten über den Tag, das macht nicht so viel. Wir haben am Ende mal die Tomaten gezählt. Sie hat da schälchenweise die im Kühlschrank gehabt. Und da kamen wir jeden Tag auf 200-300 Kalorien, nur in Form von Cherry-Tomaten. Und das war genauso die Grenze bei ihr. Als sie die Tomaten weggelassen haben, hat die auf einmal abgenommen. Das heißt, sie hat mit diesen paar Tomaten sich aus der Fettverbrennung rausgeschmissen. Da muss ich natürlich schon ein bisschen aufpassen als Frau. Bei großen, muskulösen, schweren Männern, ja, die sind da nicht so sensibel, da macht es nicht ganz so viel aus. Aber versucht auch, wenn ihr dann mehr esst an Salat oder Gemüse, trotzdem den Blick drauf zu halten. Ich bin ein Typ, der seine Kalorien immer berechnet hat. Das heißt, wenn ich dann mal mehr Salat oder Gemüse gegessen habe, dann wusste ich auch immer, wie viel das ist. Eine andere Möglichkeit, die ihr habt, wenn es mal mit dem Hunger gar nicht funktioniert, esst halt noch eine kleine Portion Eiweiß in Form von einer Eiweißquelle, die euch gut sättigt. Zum Beispiel, boah, jetzt werden die Ersten schon kollabieren, so, ich habe halt dann einen Harzer Käse gegessen. Hört sich eklig an, ist für die viele auch eklig, aber zum Beispiel dieser Quäse, den ich jetzt immer noch sehr gerne esse, fast täglich. Ich will jetzt keine Werbung machen, um Gottes Willen. Muss ich jetzt Werbung einblenden hier, sonst werde ich gleich wieder verklagt. Aber das ist eine pure Eiweißquelle. Kein Fett, keine Kohlenhydrate. Esst halt davon ein bisschen. Oder bratet euch noch ein bisschen Hühnchen oder Fisch oder auch von mir aus ein mageres Stück Rindfleisch. Also da einfach dann ein bisschen mehr Eiweiß essen. Oder was ich auch ab und zu gemacht habe, daran kann ich mich erinnern, ich habe so ein Casein-Eiweißpulver mit ein bisschen Wasser mir angerührt und habe das dann wie ein Pudding gelöffelt, dass ich nochmal ein paar Kalorien drin habe in Form von Eiweiß. Also wenn ich dann in Anführungsstriche in der Diät gesündigt habe und etwas mehr gegessen habe, dann war es halt in Form von Eiweiß. Ist jetzt zum Glück nicht so oft vorgekommen, aber wenn dann wirklich mal Not ist, wie gesagt, dann macht euch noch einen zusätzlichen Eiweiß-Snack, da werdet ihr am wenigsten in eurer Diät kaputt machen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die man hat im Notfall. Und ja, es gibt noch viele andere Tricks und Kniffe, von denen ich auch schon gehört habe, mit Magnesium nehmen und Mund ausspülen mit irgendwelchen Mentholkram und hin und her. Glaubt mir, ich habe den ganzen Scheiß ausprobiert. Nein, war jetzt Spaß, Scheiß ist das falsche Wort. Ich habe das alles ausprobiert, aber bei mir hat es leider nicht funktioniert. Also das hat mich dann auch gerettet. Wenn der Hunger wirklich da ist, dann ist er halt da. Aber wie anfangs im Video schon gesagt, wir sind halt auch einfach verwöhnt, dadurch, dass wir ja, seit dem Tag unserer Geburt halt gelernt haben, wenn ich Hunger habe, kriege ich halt sofort was zu essen. Das heißt, diese längeren Phasen, mal nichts zu essen oder auch mal Hunger zu haben, gehört halt oftmals in so einer Diät dazu. Ich will euch da auch nicht belügen, wenn ich dann immer höre, ja, 20 Kilo abnehmen, ohne zu hungern. Boah, ich weiß nicht. Also, ich glaube das nicht so. Und das wäre auch mal ein geiles Video. Ich kriege andauernd per E-Mail irgendwelche diese Fakt-Empfehlungs-Diät-Scheißseiten, wo irgendein Mist erzählt wird mit Abnehmen. Und da sind ja auch auf YouTube, ist da auch so ein Typ unterwegs, der immer einen rumnölt hier. Ich will jetzt keinen Namen sagen, aber auch so ein... Also da wird echt viel Scheiß erzählt. Aber ich schweife ab, um Gottes Willen. Also, Hunger in der Diät kann durchaus vorkommen. Deswegen Zähne zusammenbeißen, durchziehen, nicht sofort beim ersten kleinen Hungergefühl aufgeben. Ich hoffe, meine Tipps helfen euch ein kleines bisschen dabei. Und eine Sache möchte ich zum Schluss des Videos noch ganz kurz mit einwerfen, auch wenn es das Video dann so ein klein bisschen sprengt. Achtet darauf, dass ihr eure Ziele nicht zu hoch setzt, nicht zu schnell abnehmen wollen. Ja, wenn ihr als Mann zwischen 500 und 1000 Gramm pro Woche abnimmt, ist es absolut in Ordnung. Als Frau 300, 400 Gramm pro Woche. Wenn es darüber hinausgeht, habt ihr vielleicht schon andere Fehler in eurer Diät gemacht oder esst wirklich einfach viel zu wenig. Und dann habe ich natürlich auch einen extremen Hunger. Das nur noch mal zum Abschluss des Videos, aber auf den Punkt wollte ich nicht eingehen. Das würde dann irgendwann zu lang werden. Haben wir auch schon in anderen Videos besprochen. Gerne dazu mein Video anschauen mit den Diätfehlern. So, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch gut unterhalten und ihr konntet den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Ganz wichtig natürlich, wenn ihr Tipps habt gegen Hunger, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Es gibt mit Sicherheit Zuschauer, die sich das durchlesen und sich denken, ey, guck mal da, das ist auch ein guter Tipp, das ist ein guter Tipp. Und dafür sind die Videos ja auch gut, dass ich euch mein Wissen vermitteln kann,
aber ihr natürlich auch euer Wissen weitergeben könnt, indem ihr das in die Kommentare schreibt. Und für den einen oder anderen ist das vielleicht eine super Hilfe. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.